Schönen guten Morgen, heute mal ganz anders. Heute mal per Videokonferenzaufnahme. Herzlich willkommen zu Sprechzeug. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt einen Grund dafür. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir Christine und ich wieder gemeinsam drehen und noch mehr Tipps zur stimmigen Pause machen. Ja, und dann kam es anders, als wir dachten. Vollkommen anders. Corona kam, Was sollst du Covid-19 kam beklagen? und hat dich ausgenockt, Christine. Jawohl. Du bist mittlerweile wieder negativ, dennoch immer noch so ein bisschen angeschlagen. Wir haben ja gestern telefoniert länger und überlegt, wie machen wir das und schaffen wir doch den Dreh und so weiter. Du bist ja geboostert, wie ich auch, und hast mir gestern gesagt, der hast du zu verdanken, dass du eigentlich nur so 2, 3 Tage so richtig, richtig down gelegen hast, auf der Schnauze, wie man das schön sagt, Im Bett und viel mehr. im Bett mit Fieber, mit allem drum und dran. Genau. Da hat's dein Partner vor einem guten Jahr war das, glaube ich, ne? Genau, ja. Als der Covid hatte, der war ungeimpft, der hat 10 Tage, glaube ich, mit hohem Damals Fieber im gab Bett es noch gelegen. keine Impfungen, genau. Die Impfungen Ah. hatten da erst begonnen und da war noch keiner geimpft. Das hat genau zu der Zeit erst mit diesen Impfungen gestartet, als uns da das erste Mal in Quarantäne erwischt hat quasi. Und genau, ich kenne also auch das Gegenteil und bin auch sehr froh, dass ich nur einen Tag wirklich komplett im Bett lag. Alle anderen Tage waren gut, jeden Tag besser. Allerdings hat es mich auch blöderweise an meiner wirklich heiklen oder heiligen, heiklen Stelle erwischt, den Kehlkopf. Genau. Ganz genau. Das hast du gestern erzählt. Ich meine, dein armer Joscha, der hat ja wirklich ewig lange mit 41 Fieber. Also das war ja wirklich heftig, ja. Und das mal so als Nachricht nach draußen. Also da, dein Immunsystem ist gut und funktioniert und trotzdem hat es dich erwischt, trotz Impfung und so weiter. Aber ganz, ganz schneller und komprimierter und eher leichterer Verlauf. Genau, ja. Aber dein Kehlkopf hat es erwischt. Das heißt, im Moment ist es noch so, dass du arbeitest ja als Logopädin sehr viel mit der Stimme, wie ich als Trainerin ja auch. Und du merkst einfach, die Stimme ist müde, kann man sagen. Ist immer noch angeschlagen. Jetzt hast du mir gestern beim Telefonat erzählt, es ist natürlich auch so, Logopädie hat riesen Wartenlisten. Ja, ihr habt mehrere Monate Wartelisten, und deswegen bist du natürlich auch so schnell es ging wieder im Job eingestiegen, um den Kindern, du arbeitest ja mit Kindern, auch wieder zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen, in die Sprachfähigkeit zu kommen. Und dann hast du berichtet von einem Tag mit 11 Patienten. Und das ist schon knallig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, dass dann da ist unter normalen Umständen die Stimme abends schon platt und sagt, hey, nicht mehr, ne? Ist gut jetzt. Und da war deine Stimme aber echt so schlimm angeschlagen, dass du Kehlkopfschmerzen hattest. Ja, also dass es so richtig hart war. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück auf das Thema Ermüdung der Stimme. Ja, das erleben wir alle. Das erleben auch jeder da draußen, der so den Vormittag in Videokonferenz oder in Meeting sitzt und dann denkt, oh, ich bin irgendwie platt, ne? Also stimmlich platt. Und da wir ja das so ein bisschen auch in dem Kontext stimmige Pause machen wollen, unser Gespräch, was gibt es da für einen Tipp, Christine? Du hattest vorhin schon einen sehr guten. Ich mache das auch sehr, also genau, ja. Ich wollte noch ein Ja, anderes, aber das haben wir schon so super. oft in der stimmigen Pause gehabt und das ist auch das, was ich tatsächlich im Moment ganz oft mache, mich einfach abklopfe und einfach nur einen Ton fließen lassen. Das mache ich ganz oft im Moment, wenn ich was vermisse. Genau, das Allerwichtigste, befeuchten. Befeuchten, befeuchten, Befeuchten. befeuchten, damit sich das, was sich an zähen Schleim auf den Stimmlippen bildet und dadurch mich dann quasi in meinem Sprechumfang behindert und das Gefühl gibt, ich habe einen Frosch im Hals oder ich müsste mich jetzt räuspern,
Das ist natürlich eher Gift-Räuspern, aber ich erwische mich leider auch, dass ich es ständig mache, weil ich das loswerden möchte. Und wenn ich die ganze Zeit auch noch meine Maske trage, ist es umso schwieriger, dran zu denken, regelmäßig zu trinken. Und zwar nicht nur zu trinken, sondern, also ihr da draußen, ihr wisst, lauwarmes Wasser ohne Kohlensäure. Ich weiß, ich mache mich gerade wieder unbeliebt, aber es geht ja darum, was hilft eurer Stimme. Und wenn ihr so ein langes Meeting hattet morgens und ihr denkt, oh, jetzt erstmal, dann nehmt einen Schluck Wasser in den Mund und ihr könnt erstmal den Mund damit spülen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt musste ich gerade mal kurz husten. Meine Güte, kaum reden wir über Belag auf der Stimme. Sorry. Aber die zweite Variante nach dem Spülen ist natürlich das Gurgeln, ihr Lieben. Also wenn ihr ab und zu mal gurgelt, ihr könnt einfach nur so gurgeln oder ihr nehmt wenig Wasser und versucht dabei einen Ton zu produzieren. Könnt ihr mal machen. Ihr könnt theoretisch mit so einem Schluck Wasser im Mund sogar reden. Ich habe gerade gesagt, hallo. Ich dachte, jetzt alle meine Entchen gurgeln. Oh, alle meine Entchen, das fände ich gut. Komm, wir versuchen mal, alle meine Entchen zu gurgeln. Moment. Also ich muss aufpassen, dass ich dabei kein Lachen bekomme. Sonst verschlucke ich mich, ja. Ah, das ist doch cool. Hey, das ist doch mal eine stimmige Pause. Holt euch einen Schluck Wasser, lauwarmes Wasser. Und gurgelt alle meine Entchen. Hey, cool. Das befeuchtet eure Stimmlippen und das ist ja genau das, was so schwierig ist, ne? Stimmlippen, die sitzen hinterm Kehlkopf. Das ist jetzt nicht so, dass ihr die mit der Hand ins Wasser einfach so antauchen könnt. Nee, da müsst ihr euch was einfallen lassen. Also fein vernebeln beim Gurgeln, das ist schon mal eine gute Idee. Wasser trinken sowieso. Wenn wir schon bei den Tipps stimmige Pause sind, Alternative zum lauwarmen Wasser, ne? Da hast du ja bestimmt auch noch die ein oder andere Idee. Ihr wisst, was ich persönlich von Ingwer halte. Ingwer ist großartig, aber es gibt noch mehr, ne? Salbeitee ist immer mein Favorit. Ja, das ist so absolut das, was ich am liebsten habe. Aber der Geschmack ist halt nicht jedem so recht. Es gibt natürlich auch, ja. Aber was ich auch immer super gut finde, ist, egal welches Bonbon, nur kein Menthol, Minze, irgendwas in diese Richtung, was austrocknen könnte, weil es den Atem wieder kalt macht. Aber alles andere, ich habe jetzt ganz viel, wie hieß es, Granatapfel-Honig. Das war mega lecker. Und allein dadurch wird ja schon der Speichelfluss angeregt. Und je mehr Speichelfluss ich habe, desto öfter muss ich schlucken. Und das wird transportiert die Schleimhaut dann einfach den ganzen Speichel wieder runter bis in die Speiseröhre. Natürlich jetzt nicht direkt über die Stimmlippen, das wäre ja fatal, dann würden wir uns ja die ganze Zeit verschlucken. Aber dadurch, dass die Schleimhäute insgesamt feuchter werden, wird auch die Schleimhaut im Kehlkopf feuchter. Genau. Das bewirkt auch ein Bonbon. Ja. Was lutschen, super Idee. Also ihr könntet auch was mit Salz machen, ne? Also Salzpastillen, Emser, nicht zu schade. Denkt dran, nicht Emsersalz, ja, gibt es. Sondern diese ihr könntet, Pastillen, genau. Genau, also denkt dran, nichts zu Scharfes, also Menthol, Minze, aber auch ansonsten zu Scharfes. Und was den Salbeitee betrifft, macht doch lauwarm, ne? Denkt dran, lauwarm. Salbeitee, ein kleines Stückchen Ingwer, also keine Knolle, ne? Aber so ein Mini-Stückchen, so das erste Fingerglied vom kleinen Finger. Und Teelöffel oder gern auch ein Esslöffel Honig. Das heiß aufgießen, damit sich das auflöst, damit sich das gut löst und dann ein bisschen abkühlen lassen. Wunderbares Getränk, hat gleich einen anderen Geschmack und Honig hat ja auch gleich noch eine sehr viel, sagen wir mal, eine sehr gesundheitsfördernde Wirkung, Antioxidanz und so weiter. Also da ist, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viel drin.
Ja, genau, was wir tun können für unsere Stimmlippen. Also was trinken, was richtig, das Gute trinken. Und wenn ihr mal in Anführungszeichen das Falsche getrunken habt, trinkt doch danach einfach ein Glas Wasser, spült den Mund gut aus, gurgelt ein bisschen und schluckt runter. Das kann so für die stimmige Pause, aber so, ich stelle mir das gerade vor, stimmige Pause, alle meine Entchen im Gurgeln. Jetzt hätte ich ja fast schon gerne, dass ihr mal eure Videos schickt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wenn ihr Lust habt, das fände ich großartig, ne? Wenn ihr mal alle meine Entchen oder auch ein anderes Stück, ja, ihr dürft auch gerne was wesentlich Anspruchsvolleres benutzen, gurgelt mal in der Pause und schickt uns mal das ein oder andere Video. Das fände ich großartig. Mal gespannt, ob das jemand mitmacht. So, das war erstmal die eine Folge für heute. Wir drehen gleich nochmal eine, weil wir nicht wissen, wann wir unseren persönlichen Dreh hinkriegen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das einmal so, damit Christine Zeit hat, in Ruhe auch wieder stimmfit zu werden. Okay, ihr Lieben, bis denn. Tada!